Und dann begrüße ich euch herzlich zurück zu meinem Let's Play Crash Bandicoot 1, also Live-Let's Play Crash Bandicoot 1 aus der Insane Trilogy. Und uns fehlen noch alle Relikte, glaube ich, ab Temple Runes und dann natürlich noch das Zusatzlevel. Ja, ich würde sagen, wir fangen einfach mal mit Temple Runes an, ne? Ich hoffe mal, ich habe jetzt nichts hier vergessen irgendwie einzustellen. Gut. Natürlich wird das jetzt am Anfang alles ein bisschen scheiße hier, weil ich schon Ewigkeiten kein Crash mehr gezockt habe. Rennen konnte man noch nicht, ne? Ja. Den nehme ich aber mit diesmal. Lass mich da durch. Oh. Oh. Es tut mir leid, wenn das jetzt am Anfang hier etwas schlimm aussieht. Ich bin eigentlich nicht, also eigentlich nicht so schlecht, aber das kann ja jeder sagen. Aber das war vom Timing her sehr gut bisher. So langsam. Also es ist so träge irgendwie. Im Gegensatz zu... Also Spyro spiele ich momentan und das ist halt im Gegensatz zu Spyro sehr träge. Ja, das war scheiße. Aber wir kriegen das hin. Oder auch nicht. Und ich entschuldige mich auch noch dafür, dass ich immer noch etwas krank bin. Das war gut. Das war auch gut. Also den Teil hier vorne, den kriege ich schon mal ganz gut hin. Ja komm, dann bleiben wir halt. Bleibt die eine Sekunde da liegen. Jetzt sind wir schon ein bisschen weiter als eben. Na komm. Egal. Achso, wir müssen nach vorne, glaube ich. Ach scheiße, ey. Doch, ich habe mich dafür entschuldigt, weil ich hätte ja auch einfach den Stream verschieben können. Aber ist schon so lange her, dass ich das letzte Mal gestreamt habe. Deswegen habe ich mir gedacht, ach komm, mit der Stimme passt schon. Und das Nasenmuckeln und Räuspern und Husten. So, diesmal haben wir die eine Sekunde mitgenommen. Ich könnte vielleicht auch mal die Cam gleich woanders hinsetzen, weil ich habe gerade gesehen, im Augenwinkel, dass sie komplett über der Zeit hängt. Was? Ach, das ist doch gelogen. Ach komm, ey. Die gönnt mir auch gar nichts. Nee. Na. Ich bin zweimal so halb da hängen. Ich möchte die Zehen sehen, Alter. Zweimal dran hängen geblieben, beim dritten Mal hat das Spiel sich dann auch gedacht, so, nee, jetzt sind wir nicht mehr so blutig. Es ist Zeit zu sterben.
Ich weiß auch gar nicht mehr, ist das schon das zweite Level, was so ist? Ja, Temple Runes. Oder gibt es da noch ein Level? Also ein schwierigeres. Ich meine, da kommt noch eins. Oder? Oder ich habe das schon hinter mir. Das ist halt schon wieder so lange her. Ich glaube, im Oktober war mein letztes Spiel. Doch, hier unten hin. Bin ich immer so ein bisschen desorientiert. Eieiei. Oh nein. Oh, das ist Ende schon. Boah, das ist Platin. Oh, ich hab Platin. Mehr als ich brauch. Nice. Ah, da bin ich doch jetzt gerade ein bisschen erleichtert. Kann ich meine alte... Ne, meine alte Bestzeit werde ich wahrscheinlich nicht sehen, als ich das Spiel damals durchgespielt habe. Ja gut, ich bin aber von meinen Freunden die Letzte. Na gut. Oh nein. Road to Nowhere, ey. Das fängt ja schon super an, aber wenn es jetzt genauso läuft wie eben gerade... Ja, direkt erstmal Putin abstauben. Das ist das Zweite, ne? Ich meine, das Erste hätte ich schon gemacht. Oh, die bleibt da, die Maske. Das ist wunderbar. Ja, mach mal alles kaputt. Ja, noch läuft's, ne? Frage ist halt, ob wir am Ende dann auch wirklich Gold bekommen. Und das Level geht ja noch ein Stückchen. Also ich will kein Platin, ich brauche nur Gold. Stirb! Scheiß Schwein! Nein, scheiße, die hätte ich gebraucht. Und das hat auch nicht geklappt. Super Level, die du da zum Anfang hast. Kann mir denn jemand sagen, ob das jetzt das letzte von den High Road Sachen ist? Oder ob da nochmal was kommt? Ich meine, das andere hätte ich im letzten Stream gemacht. Aber ich kann mich auch täuschen. Zweierkiste kaputt, Gottverdammte. Na gut. Kann auch sein, dass ich gleich noch das Spiel ändern muss, weil ich denke, das ist noch auf... Ich hab hier nichts vorbereitet, ne? Ich glaube nämlich nicht, dass da Crash Bandicoot angezeigt wird, sondern The Room. Vom letzten Mal noch. Als ich das da geändert habe. Scheiße. Nee, wird Crash Bandicoot angezeigt. Das ist schön. Ich finde das auch sehr angenehm, dass die Schweine oder was auch immer das ist. Dass sie sitzen bleiben, wenn man die einmal übersprungen hat und nicht noch einem hinterherlaufen. Ich weiß jetzt auch nicht, wie viel man hier für Gold braucht. Ob ich mir hier nicht einfach zu viel Druck mache. Aber noch läuft's ja.
Die Musik mag ich irgendwie. Also im Gegensatz zum Original. Ach komm. So, jetzt kommen wieder die scheiß Verbackten. Schildkröten. Ach, das war's schon? Oh, da kommt dann noch eins. Aber Gold. Puh, gut. Das ist schön. Wenigstens haben wir Gold. Dann ist das das letzte Level? Nee, da kommt doch noch eins auf der dritten Insel. Boulder Dash. Das ist das das Verfolgerlevel? Weil Verfolgerlevel ist dann eigentlich an sich easy. Man muss halt nur bis zum Ende durchkommen. Ja, nice. Außer ich habe jetzt hier wieder Probleme, dass die Kugel wieder schneller ist als ich. Hat man nämlich auch das letzte Mal, glaube ich, das Problem. Dass ich einfach irgendwie total lahm war. Die Musik hier ist auch sehr cool. Ach stimmt, ich wollte mir letztens, ist mir heute eingefallen, ich wollte mir die Special Tricks von Alyssa Steamer für Tony Hawk raussuchen. Weil ich ja so Probleme habe, in Minneapolis die Punkte da zu kriegen. Ich glaube, die kann man auch nicht nachgucken, die Special Tricks. Ja, noch läuft es ganz gut hier, ne? Aber man darf den Tag nicht vorm Abend loben, ne? Jetzt kommt die mir doch ein bisschen nahe hier. Das gefällt mir aber nicht. Aber da ist das Ende. 1,19? Gold, sehr schön. So. Dann haben wir jetzt hier Whole Hog, genau. Das wird auch lustig. Das ist eigentlich genauso wie das, was wir eben gerade hatten. Nur in die andere Richtung. Ich sollte vielleicht X gedrückt halten. Cepit hostet mich. Vielen Dank, Cepit. Oder Cepit. Oder wie auch immer du heißt. Warum? Ich habe X gedrückt gehalten. Geht doch. Ich finde, es ist hier aber auch einfacher, alle Kisten einzusammeln, muss ich sagen. Weiß nicht, woran das liegt. 25? Platin! Nice! Schon das zweite Platin-Relikt für heute. Das freut mich.